Eine Strategie soll einen Weg aufzeigen, wie ein Ziel erreicht werden kann. Das heißt, um eine Medienstrategie entwickeln zu können, brauchen Unternehmen zunächst einmal ein Ziel, und zwar ein realistisches. Doch was ist ein realistisches Ziel? Welches ist die passende Medienstrategie für Ihr Unternehmen oder Projekt? Dazu haben wir heute geballtes Know-how im Studio. Kurt Schneider, Geschäftsführer des Zentrums für Medienkompetenz an der Universität Tübingen, ist unser Gast. Hallo Kurt. Servus Bernd. Warum haben so viele Firmen keine Medienstrategie? So würde ich es jetzt nicht sagen. Die haben schon Medieneinsatz. Also ich denke mal, mittlerweile ist es so, dass doch jeder Mittelständler, auch jedes kleine Unternehmen eine Webpräsenz hat, sicher auch in Social Media aktiv ist, Facebook macht, Instagram vielleicht. Aber die Frage ist, passt das alles zusammen und ist da jemand, der sich so drum kümmert, dass es auch nachhaltig ist? Was passt denn von der Medienstrategie zu meinem Vorhaben? Gibt es da irgendwelche Regeln, die zu beachten sind? Das kommt darauf an, was für ein Vorhaben es ist. Also wenn es natürlich um das gesamte Unternehmen geht, dann sollte die Strategie von vornherein komplett überdacht werden. Also man muss im Grunde von vorne anfangen. Es lohnt sich auf jeden Fall für die Medienarbeit, Digital Natives zu beschäftigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in manchen Unternehmen noch nicht passiert, sondern da macht mal die Pressearbeit so mit, die Öffentlichkeitsarbeit und hat dann eben nicht die Strategie. Aber so ein junger Medienmensch, der schon mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist, der geht natürlich ganz anders um mit allen Kanälen und switcht da hin und her und schaut, ob das zusammenpasst und wo er hinverlinkt wird. Und da sollte man halt versuchen, reinzukommen. Wenn man die Medien mal genauer anschaut, gibt es so eine Art Ranking? Welche sollte man sinnvollerweise so der Reihenfolge nach idealerweise zuerst belegen? Also es ist immer wichtig, eine gute Webseite zu haben. Das ist eigentlich die Basis. Ohne das geht's nicht. Einige haben es einfach so probiert, nur mit Social Media. Aber letzten Endes musst du verlässliche Grundinformationen über dein Unternehmen im Internet platzieren. Und das ist die Webpräsenz, die Internetseite nach wie vor. Ohne eine strategische Ausrichtung, auch im Marketing, sind wir deutlich erfolgloser im Rennen als mit konkreter Medienstrategie. Das heißt für uns, zuerst eine strategische Planung machen und das im Rahmen der möglichen Budgets, dann in die Umsetzung gehen. Lieber kleine gezielte Schritte als große Gießkannenergüsse ohne Plan. Kurt Schneider, Geschäftsführer des Zentrums für Medienkompetenz an der Universität Tübingen, war unser Gast. Öfters mal was Neues ausprobieren. Mein Impuls für Sie. Bis nächste Woche, Ihr Bernd Kollmann.